höre die Fahrradmarke Möwe zum ersten Mal. Dabei gibt es die schon seit 1800 irgendwas 90. Jetzt gibt es das erste E-Bike und ich muss sagen, ziemlich krasses Teil. Wie man hier unten schon sieht an den Pedalen, verbirgt sich da eine richtige Neuheit drin, die man so bei anderen Bikes noch nicht gesehen hat. Das System nennt sich SciFly und ist quasi eine Neuerfindung des Rades bzw. des Antriebs eines Rades. Dieser SciFly-Antrieb ist eine ganz, ganz andere Entwicklung und führt dazu, dass man, so sagt der Hersteller, 30% mehr Drehmoment auf die Pedale bekommt. Das hier lässt sich sehr, sehr einfach drehen. Also es ist wirklich ein sehr angenehmes Fahren, wo sich jemand wirklich viele, viele, viele Gedanken gemacht hat, wie kann man eigentlich den herkömmlichen Fahrradantrieb nochmal verändern. Also 30% mehr Drehmoment bzw. angenehmeres Fahren mit dem SciFly-Antrieb, den gibt es natürlich auch ohne E-Bike zu kaufen, aber wir sind Computerbild, bei uns muss es irgendwie Strom haben, deswegen haben wir das jetzt im E-Bike zu zeigen. Das Ding hat also richtig Power. Ist aber eigentlich nichts Negatives. Ist nur gefährlich, wenn man fährt wie ein Idiot. Mehr kann ich dazu nicht sagen, mehr will ich dazu nicht sagen. Man darf dieses Bike testfahren, einfach auf die Homepage vom Hersteller gehen. Das ist Möwe mit V und dann kann man eine Testfahrt buchen und sich da selber ein Bild von machen. Ich persönlich bin ein großer Freund davon, wenn jemand ein Bike sucht, mit dem man auch mal richtig lange fahren kann, mit dem man sehr bequem fahren kann und auf das man sich verlassen kann, ist das hier sicherlich eine sehr, sehr gute Wahl.